way! Auf keinen Fall. It reflected all our attacks. Es hat unsere Angriffe alle abgewehrt. Ach so, mussten wir den Kampf verlieren? Ich dachte mich gerade, so unfair kenne ich das Spiel jetzt gar nicht, weil ich hätte jetzt auch nicht gesehen, wie ich mit besserer Vorbereitung oder so da was hätte machen sollen. Es kann natürlich immer Pech sein, dass es jetzt einer, dass er einen Angriff hat, der uns halt dann so besiegt. Und dass er das dann jetzt zweimal hintereinander macht, ist vielleicht Pech. Aber naja, schauen wir mal. That's cheating. Das ist doch Betrug. And this, children, is what we call reactive armor. Und das hier nennen wir reaktive Panzerung. Think of it as a protective field that the pilot can activate at will. Seht es als ein Schutzfeld an, das der Pilot auf Kommando aktivieren kann. They originally designed it to defend against tank assaults, but as you can see, that's not its only use. Es wurde ursprünglich gegen Panzerangriffe eingesetzt, aber man kann es auch anders einsetzen, wie man sieht. The 5th Division really outdid itself this time. Diesmal hat sich die 5. Abteilung einmal selbst übertroffen. Reen? Reen? Hey, what are you? Hey, was ist? You're not. It's the same as when he fought the Viscount. Es ist dieselbe Situation wie als er den Viscount bekämpft hat. No, don't. Nein, mach's nicht. Don't do it, Reen. Mach's nicht, Reen. Warum nicht? So this must be that power of yours that C mentioned. Das muss also deine spezielle Kraft sein, die C erwähnt hat. Ich frage mich, ob das dir wirklich die Kraft gibt, um diesen Spiegel niederzuringen. Wenn ich meine volle Stärke einsetze, wird es mich wahrscheinlich mein Leben kosten. Aber wenn es das braucht, um sie alle zu retten, dann ist es der Preis, den ich bezahlen muss. Reen, stop! Reen, hör auf! You don't have to do this. Du musst das nicht tun. Dost thou desire the power? Verdienst du diese Kraft? What? If thee and I are of one accord, a covenant can be made. Thou hast but to call out my name. One in whom dwells the flame, awaken her. This voice. Also, die Stimme sagte gerade, wir können einen Pakt schließen, wir müssen dazu nur seinen Namen aussprechen. Mir fällt im Moment nur ein Name ein, den ich kenne und den ich noch nicht einordnen konnte, den wir mal gelesen haben. Und es ist jetzt wohl an uns zu entscheiden, ob wir diesen Pakt schließen wollen. Wir sind ja Träger der Flamme. It looks like all the conditions have finally been met. Es sieht so aus, als ob alle Bedingungen inzwischen erfüllt sind. Celine, you can talk? Du kannst sprechen? Yes, yes, quite eloquently too, but that's not important right now. Ja, und ziemlich eloquent sogar, aber das ist momentan nicht wichtig. Right now, you need to stay focused. Momentan musst du konzentriert bleiben. You should know his name already. Du solltest seinen Namen inzwischen kennen. Also ich würde Valimar sagen. You saw it deep within the realm of the great shadow. Du hast ihn tief in der Ebene des großen Schattens gesehen. Sie hat recht, ich erinnere mich an den Namen. Er wirkt so vertraut, als ob ich ihn schon immer kennen würde.
Ja, wir haben keine große Wahl, aber ich hätte es sonst auch sowieso gemacht. Heed my call. Erhöre meinen Ruf. Valimar, the Ashen Knight! Valimar, der Ascheritter. Oh, er passt nicht in den Fahrstuhl. Doch. Das Scarlet Sekunde, wir sind gleich soweit. Was passiert da gerade mit ihm? He just stopped moving. Er hat aufgehört, sich zu bewegen. Celine, what's going on? Celine, was geschieht da? Shh, let him concentrate. Lass ihn sich doch mal konzentrieren. What? Did Celine just... Hat Celine gerade... The cat is talking. Die Katze spricht. What's he doing with that fancy light show? Was soll denn diese komische Lichtershow da bedeuten? Well, whatever. It's not going to save their skins this time. Na egal, es wird jedenfalls nicht ihre Haut retten. Oder dieses Mal wird es nicht ihre Haut retten. Playtime's over, brats. So, die Zeit des Spielens ist jetzt vorbei, Bengel. Unless you have a death wish, I suggest you get the hell out of... Es sei denn, ihr habt den Wunsch, unbedingt zu sterben. Schlage ich vor, dass ihr hier einfach verschwindet. What was that? Is the provincial army bombarding the town? Was war das jetzt? Bombardiert die Provinzarmee etwa gerade die Stadt? Wait. Warte, nein. No. Shit. Is that what C was talking about? Ist das etwa das, wovon C gesprochen hat? What the? Here it comes. Hier kommt's. Ascheritter Valimar. Reen, how did you? Was ich auch interessant finde, dass er sich halt bewegen kann, ohne dass man drin sitzt. Also er hat schon ein Eigenleben. Reen, wie hast du? Is this one of the great knights from the ancient legends? Ist das etwa einer der großen Ritter aus den alten Legenden? So the tales are true. Also stimmen die Geschichten wirklich? You see before you one of the divine knights, incarnations of the great power. Vor euch seht ihr einen der göttlichen Ritter, eine Verkörperung der großen Macht. The Ashen Knight, Valimar. Der Ascheritter Valimar. Oh, damn it! This wasn't in the plans. Ach verdammt, das war jetzt nicht einkalkuliert. It shouldn't have been able to move yet. Es hätte sich gar nicht bewegen dürfen. Thank you.
Ja, wer hätte in Kapitel 1 mit sowas gerechnet? How am I even doing this? Dass wir, wie es ein Kommentator so schön genannt hat, in einer Eva sitzen und neben uns eine Katze. Wie mache ich das überhaupt alles? Ja, genau. Warum kann er das bedienen? Sehr guter Punkt, Rian. Gut, dass du das ansprichst. Warum kannte er auch den Namen schon immer? Das sind alles so Sachen. It's like my body just knows. Es ist, als ob mein Körper es schon weiß. Oder es einfach weiß. The moment you accepted the Awakener's Covenant, all the fundamental knowledge was granted to you. In dem Augenblick, als du das Bündnis des Erweckers angenommen hast. Übrigens, der Erwecker. Der Erwecker ist dann ja nicht Valimar. Ist der Erwecker vielleicht ja so eine Art Gott oder so? Wer ist das? Oder ist das auch so ein Zauberer? Naja, auf jeden Fall, als du den Pakt angenommen hast, wurde dir all das Grundwissen gewährt. Okay. Da hatte ich jetzt erst schon anderes gedacht, dass Rian vielleicht das auf andere Weise schon vorher wusste, aber dann wurde ihm das Wissen jetzt erst mitgeteilt. Alles klar. But you've got a more pressing issue to deal with right now. Aber momentan hast du wichtigere Dinge, um die du dich kümmern musst. And this divine knight doesn't have a weapon yet either. Und dieser göttliche Ritter hat momentan noch keine Waffe. Das ist blöd, ne? You're mine. Du gehörst mir. Okay, zum Glück können wir ausweichen. It evaded that attack like a trained duelist. Es ist einfach dem Angriff ausgewichen, wie ein trainierter Duelist. Like Rean would. Ja, genau wie Rean es getan hätte. Genau, Evasion 44%. Alright, I think I figured out the basics. Okay, die Grundlagen habe ich jetzt drauf. Rean! Is he inside that thing making it move? Ist der etwa da drin und sorgt dafür, dass es sich bewegt? That's awesome! Das ist ja unglaublich. I recognize that stance. The eight leaves one blade style's unarmed form. Und diese Haltung erkenne ich wieder. Das ist die unbewaffnete Form der Eight Leaves One Blade Schule. You're just full of surprises, aren't you? Tja, du bist wirklich voller Überraschungen, was? Huh. Looks like you might be able to handle this after all. Sieht so aus, als wärst du doch noch in der Lage, damit zurechtzukommen. The Eight Leaves One Blade School has a form we use if we're disarmed or have to fight without a weapon. Die Schule Eight Leaves One Blade hat eine Form, die wir benutzen, wenn wir entwaffnet wurden oder wenn wir mal ohne Waffe kämpfen müssen. And believe me, Master Ka-Fi drilled it into me so thoroughly, I could do it in my sleep. Und glaubt mir, Meister Ka-Fi hat mich da so beständig drin trainiert, dass ich es im Schlaf könnte. Sounds like you owe him a thank you next time you see him. Sieht so aus, als ob du ihm mein Dankeschön schuldest, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Kennt ihr euch? Celine und Ka-Fi? Ich frage mich übrigens, ob das silberne Glöckchen von Celine was zu bedeuten hat. Ich bin gerade bei den Magiearten am überlegen. Schwarz ist ja Zeit, Gold ist Wunder und das ist dann hier dann Space, oder? Also der Raum. Watch out, here she comes. Pass auf, da kommt sie. Let's see what we can do. Und schauen wir mal, was wir machen können. Und ich frage mich jetzt, ob jetzt noch ein Tutorial kommt, so zum allerletzten Abschluss des Spiels. Don't leave me unsatisfied now.
Okay, und ich habe jetzt 0 CP. Hatte ich vorher auch 0 CP? Nein, ich hatte... Rien hatte, glaube ich, CP. Achso, natürlich ist gestorben. Deshalb war da auf jeden Fall 0 CP. Okay. Genau, es kommt jetzt Tutorial. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Also ich habe schon späte Tutorials gehabt, wo schon 80 oder sagen wir über die Hälfte des Spiels schon rum war. Aber jetzt, wir sind hier im letzten Kapitel. Ein Kapitel ist immer ein Monat und wir haben den 30. Oktober. Also maximal kann es noch morgen geben. Und in diesem Spiel. Und dann gibt es jetzt hier ein Tutorial. Wir können drei Gebiete als Ziel auswählen. Kopf, Körper und Arme. Wenn wir den Schwachpunkt des Gegners erwischen, dann wird er die Balance verlieren. Und dafür bekommen wir einen Bravery-Punkt. Die übrigens auch wieder zurückgesetzt wurden. Wir hatten 5. Wenn wir 3 Bravery-Punkte haben, haben wir einen mächtigen Rush-Angriff, also Vorstürmen. Welche der drei Gebiete gerade der Schwachpunkt sind, hängt von der Haltung ab. Ja. Und das soll ich jetzt woran erkennen? Also, man könnte jetzt sagen, das Schwert ist jetzt weit weg, also die Arme. Ich würde sagen, nein, er hat die Arme weit ausgebreitet. Ich würde jetzt sagen, ich schlage auf den Körper. Was ist Spirit? 500 EP, 50% Hitpoints und 50 CP generieren. Das ist ja schön. Machen wir dann irgendwann mal. Und Craft. Qigong, Morning Moon. Und S-Craft haben wir dann nicht. Alles klar. Ich überlege schon gerade mit den 50 CP, die wir dann bekommen. Ah ne, wir kriegen auf normalen Angriff bestimmt auch was. Also, greifen wir an. Also ich würde sagen, der Körper ist gerade verletzlich. Aber ich kann mich vollkommen irren. Das war jetzt einfach nur, wie ich vom Menschen geschlossen habe. Es war so eine Art Willkommensgeste von ihm. Okay, und jetzt würde ich sagen, der Kopf ist geschützt, der Körper ist geschützt, also müssen es die Arme sein. Nein. Also hätte ich da den Kopf angreifen sollen. Gut, jetzt ist es wieder der Körper, würde ich sagen. Es ist derselbe wie vorhin, dieselbe Haltung. Ja. Okay, das ist jetzt wieder die zweite Haltung, wo ich vorhin gegen die Arme geschlagen habe. Dann nehme ich jetzt den Kopf. Das ist wieder die Willkommensgeste. Da überlege ich gerade, kann ich sogar CP einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch auf 200 geht. Ich könnte jetzt unser Morning Moon. Half Damage, 50. Chance to counter. Wie lange wirkt das? Nur einmal. Und dann lieber Stärke und Speed. Nee, ich mach das jetzt so. Das mit Stärke und Speed hätte ich schon etwas eher machen sollen. 78 Delay.
Da wäre ich direkt nochmal dran. Ich mach das. Jetzt haben wir diesen Rush-Angriff und den um 25% erhöhter Stärke. Okay, das ist eine dritte Haltung. Das muss jetzt also gegen die Arme dann sein. Es sei denn, es gibt mehrere Haltungen, was für das eine gut ist. Oh, Moment, und er will was Fieses machen. Jetzt kann ich aber meinen Qigong nicht machen. Aber ich halte auch noch was aus. Ich könnte natürlich auch heilen. Nee. Ich habe jetzt noch meine Stärke, die muss ich ausnutzen. Also sagen wir jetzt Arme. So, jetzt kommt's. Ja, ordentlich. Ich greife sogar nochmal an. Einfach um die Stärke noch auszunutzen. Den Einschlag werden wir jetzt mal überleben. Und dann kann ich mich danach heilen. Achso, ich bin eh nochmal dran. Da kann ich ihn jetzt auch zu Klump hauen, ne? Da kommt später mal König Artus vorbei. Verdammt! Wenn Reinford mein Tempelritterschwert rechtzeitig fertiggestellt hätte, dann würde ich jetzt hier siegreich stehen. Dieser Kampf ist vorbei. Es gibt keinen Grund, weiter zu kämpfen. Now get out of Trista! And take the squad by the west exit with you. Und verschwinde aus Trista und nimm die Abteilung am Westausgang direkt mit. Reen. Yeah, beat it and don't come back. Ja, schlag's zusammen. Nein, gib auf und komm nicht zurück. All right. This should be all the backup they need at the west exit and then some. Alles klar, das sollte die Verstärkung sein, die sie am Westausgang brauchen. Damn. Whoa, hold up just a sec. Aren't you forgetting something? Wow, jetzt wartet mal eine Sekunde. Vergesst ihr da nicht etwas? Oh nein. Allerdings ist es jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, Rache üben zu können. That voice. Something's coming. Da kommt was. Uiuiui. Oh, und mit diesem Horn da oben, da will er doch was kompensieren, oder? Whoa. Ist das Zufall, dass das der Azur-Ritter ist und wir auch mit der Azur-Hexe zu tun hatten? A blue knight? Ein blauer Ritter? Then Valimar wasn't the only divine knight that was awoken. Denn ist Valimar also nicht der einzige göttliche Ritter, der erweckt wurde? See, am I ever glad to see you.
Sie, es freut mich wirklich, dich zu sehen. Oder dass ich mich mal so freue, dich zu sehen. The Azure Knight? So he was an Awakener all along. Der Azur-Ritter, also war er die ganze Zeit ein Erwecker. Ach so, genau wir sind ja der Erwecker. Und da war ja auch schon mal irgendwann vor vielen, vielen Folgen, das müsste auch in Kapitel 4 oder so gewesen sein, kam die Frage natürlich auf mit diesen grauen Haaren. Warum hat Crow graue Haare? Weil er ein Erwecker ist. Und zwar dann wahrscheinlich schon fortgeschrittener als wir es sind. Weil wir haben ja unsere graue Haarfarbe nur in der, also wenn wir jetzt wirklich in diesen Berserk-Modus gehen. I'll bet she's the one who guided him to it too. Okay, das heißt, ich habe mich wieder mal geirrt. Das bedeutet, Clotilde ist nicht auf unserer Seite, sondern sie ist auf der Seite Crows. Und sie hat ihm gezeigt, wie er diese Azur-Rüstung finden kann. Oder den Azur-Ritter, ist ja nicht nur eine Rüstung. Crow! Crow! Are you really in there? Crow, bist du da wirklich drin? Sure am. Long time no see, Reen. Ja, das bin ich auf jeden Fall. Lange nicht gesehen, Reen. Oh well, not too long, I guess. Seeing as we just had dinner together last night. Naja, so lange auch nicht. Denn wir haben ja erst gestern noch zusammen Abend gegessen. But that all feels strangely distant now, you know? Another lifetime almost. Aber das kommt mir seltsam entfernt vor. Fast als wäre es in einem anderen Leben gewesen. Why? Warum? Why are you doing this? Warum tust du das alles? Are you really the one who shot the Chancellor? Hast du wirklich den Kanzler umgebracht? And where did you even get that thing? Und wo hast du überhaupt dieses Teil her? It's thanks to the Imperial Liberation Front's planning that I wound up at the Academy in the first place. Dank der kaiserlichen Befreiungsfront, dank der Planung der kaiserlichen Befreiungsfront, bin ich überhaupt zur Akademie gekommen. It was a nice spot to bide my time while we waited for our chance to take out the Chancellor. Es war ein netter Ort, um die Zeit zu verbringen, während wir auf eine Gelegenheit warteten, den Kanzler aus dem Spiel zu nehmen. Gotta say though, the whole school thing was a lot more fun than I expected. Almost makes me sad to leave it behind. Aber ich muss schon sagen, diese ganze Schulgeschichte hat mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hatte. Ich bin sogar ein bisschen traurig, sie zurückzulassen. But at the end of the day, I'm C. That's the real deal. Aber am Ende des Tages bin ich C. Und das ist das, was zählt. The Crow Armbrust you've known all this time. He isn't real. He never was. Der Crow Armbrust, den du die ganze Zeit kanntest, er existiert nicht. Er hat es nie. Like hell he isn't! All the good times we had? All die guten Zeiten, die wir zusammen hatten. Your friendship with Toa and Angelica and George? Deine Freundschaft mit Toa, Angelica und George. You seriously want me to believe that all of that was just a lie? Du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, dass all das nur eine Lüge war? That our hanging out, our field studies, even our concert meant nothing to you? Die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, unsere Exkursionen und selbst unser Konzert hat dir überhaupt nichts bedeutet? Ich bin... Yeah, I'm afraid so. Ja, ich fürchte, du hast recht. Nein. Crow, why are you doing this? Crow, warum tust du all das?
Reinford made that for the soldats' units. Reinford hat das für die Soldateneinheiten hergestellt. I know it's not the kind you're used to, but it's the best you're gonna get right now. Ich weiß, es ist nicht die Art, mit der du gewohnt bist zu kämpfen. Aber was Besseres hast du momentan nicht. So, what do you say we settle things once and for all? Also, was sagst du, wenn wir die Dinge ein für alle Mal austragen? A double saber, just like C used. Ein Doppelsäbel, genau wie ihn C benutzt hat, es sie benutzt hat. Then there's no room left for doubt. Crow really is C. Dann gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Crow ist wirklich C. Ja, das jetzt an der Waffe festzumachen, ich weiß ja nicht. I take no joy in this, but we can't have that ashen knight of yours getting in the way later down the line. Es macht mir wirklich keinen Spaß, aber ich kann es nicht zulassen, dass dein Ascheritter uns später einmal in die Quere kommt. So I'm afraid I'm gonna have to bust it up, along with the Academy. Also fürchte ich, muss ich ihn leider kaputt machen, genauso wie die Akademie. As for you students and the staff, you'll be under our jurisdiction. Was euch Studenten und das Personal betrifft, ihr werdet in unsere Gerichtsbarkeit fallen. So that's the plan if you win, huh? Das ist also der Plan, wenn du gewinnst. But what about if I win? Aber was ist, wenn ich gewinne? Das wird Reen natürlich extrem motivieren, dass er nicht nur für sich selber kämpft, sondern jetzt schon weiß, dass Crow was Furchtbares vorhat. Also er will ja die Akademie quasi kaputt machen. Und dann über die Studenten richten. Und das wird Reen auf keinen Fall zulassen. If you win, I'll pay up the interest I owe you on that 50 Mira. Wenn du gewinnst, dann zahle ich dir die Zinsen für die 50 Mira zurück. Hell, we could even trade places. I'll babble on about friendship and dreams, and you can have fun for once in your life. Hey, wir könnten sogar die Plätze tauschen. Ich laber dann über Freundschaften und Träume und du kannst auch mal einmal in deinem Leben Spaß haben. You've got yourself a deal. Abgemacht. But I hope you know what you just signed up for. Because the Bank of Reen has the highest interest rate on the continent. Aber ich hoffe, ich weiß, was du da. Ich hoffe, du weißt, was du da gerade unterschrieben hast. Denn die Bank Reen hat die höchsten Zinssätze auf dem ganzen Kontinent. If we'll be trading places, don't forget you'll have a mountain of work waiting for you back at the Academy. Und wenn wir die Plätze tauschen, dann vergiss nicht, dass ein Berg Arbeit auf dich wartet bei der Akademie. So one way or another, you'll be coming back with us, Crow. Also auf die eine oder andere Art und Weise wirst du mit uns zurückkommen, Crow. You've got some real stones. I'll give you that. Naja, tapfer bist du jedenfalls. Das muss ich dir zugute halten. But sure, I'll agree to those terms. Aber ich stimme den Bedingungen zu. This is das ist übel. Their will to fight is causing an enormous outpouring of mana. Ihr Kampfeswille sorgt dafür, dass sehr viel Mana ausströmt.